Herzlich willkommen zur 5. Folge hier bei unserem Victoria 3 Let's Play mit Brasilien. Ich bin der Palzi und wir hatten Wahlen. Das ist unsere alte Regierung. Die Streitkräfte wollen mit der konservativen Partei gemeinsames, wollen da beitreten. Da sind die Grundbesitzer drin. Unschön. Was ich jetzt in der Pause gesehen habe, ist, man könnte einfach das machen. Hat eine relativ gute Legitimität. Die Streitkräfte und Intellektuellen wären drin. Das heißt, prinzipiell könnte man das immer noch versuchen. Obwohl hier die Kleinbürger noch schön wären. Aber wenn man die reinholt, dann ist das halt schon wieder nicht mehr so prickelnd. Die rauswerfen. Ja, ihr seht, und hier, das ist mir eigentlich ein bisschen dünn. Und das Wahlergebnis besagt, dass die konservative Partei 100% hat. Das heißt, man könnte darüber nachdenken, sowas zu machen. Dann könnte man vielleicht zumindest Kolonialamt probieren. Kann man das hier auch angezeigt? Was man dann verabschieden könnte. Kolonialamt, ja. Präsidial, man könnte. Nee, das ist, da ist der Gegenwind definitiv noch zu groß. Hier sind die Grundbesitzer gegen und ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. Privatschulen gingen mit den Intellektuellen. Versammlungsfreiheit sind Grundbesitzer und Streitkräfte gegen. Ja, es geht dann halt nicht viel mit dieser Regierung. Aber man hätte zumindest eine hohe Legitimität und damit relativ schnelle Ticks, was das Voranbringen von Gesetzen betreffen würden. Wie ist das bei Migrationskontrollen? Das sind die Industriellen eher. Im Sklavenhandel, wenn wir die Regierung wählen, dann nur die Intellektuellen, hätten da halt dann nur 15% Chance. Und. Die Grundbesitzer würden von 2 auf minus 18 gehen. Also könnten wir uns vom Sklavenhandel dann wohl... Nee, könnten uns davon verabschieden, den Sklavenhandel nicht mehr auszuüben. Schulen wäre echt noch schön. Aber so weit sind wir wohl noch nicht. Kolonialamt hatten wir gesehen. Kopfsteuern sind okay. Wirtschaftsform. Müssten wir die Industriellen reinholen. Nee. Ja, ich glaube, dass das so ziemlich das Optimum ist, was wir hinkriegen können von der Legitimität. Hätten dann halt die Konservativen mit drin. Wieso kann ich nicht bestätigen? Unterdrückte Interessengruppen können nicht an die Macht kommen, ja. Die Quest hatten wir aber abgeschlossen. Das heißt, wir könnten jetzt mit der Unterdrückung tatsächlich aufhören.
bestätigen mal, ob das gut war. Ich weiß es nicht. Pierre Labatou hat hohe Zermürbung. Warum sind denn hier so... Achso, da sind auch noch Franzosen mit bei. Während hier die Amerikaner stehen. Ja gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn hier sind ja nur, in Anführungszeichen, nur 10 Kolumbianer. Oder Neugranada. Ja, wie auch immer man sie nennen mag. Ja, dann lass laufen. Da haben wir die Plänkler-Infanterie. Da hätten wir vielleicht warten sollen, bis die durch ist. Das hätte uns ein bisschen was ersparen können. So, was haben wir hier zu tun? Empirismus. Für öffentliche Schulen wäre interessant. Massenkommunikation. Für mehr Autorität. Die werden automatisch entwickelt. In der Produktion der intensive Ackerbau. Beim Militär will ich eigentlich erstmal nicht weitermachen. Der kommt automatisch und die Generalstäbe haben wir. Das heißt, entweder der intensive Ackerbau, denn wir sind noch ein Agrarland. Oder hier für Bildungsgesetze. Denn unsere Bildung ist mit dem Prozentwert von 23,2 wirklich erbärmlich. So, dann wollen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. So, das war der Journaleintrag. Und ich wette, jetzt haben wir ein Problem. Warenzufuhr, Knappheit im Einberufungszentrum. Okay. Ja, das ist logisch. Die Franzosen haben die Seeüberlegenheit. Aber hier die Kriegsmüdigkeit ist halt definitiv zu unseren Gunsten. Dann schauen wir uns das wohl noch ein bisschen an hier. Ja, aber hier pushen sie jetzt. Das ist gar nicht gut. Also, dass sich die Franzosen da eingeschaltet haben, ist so ätzend. Während wir hier nicht mehr vorankommen. Die 10 halten uns in Schach. Pedro de... Wer ist denn da mobilisiert und steht auf Bereitschaft? Wieso ist denn der von der Front weg? Du solltest doch diese Front verteidigen.
Stahlwerke der Stufe 4 haben. Na, herzlichen Dank. Unfall im Färbewerk. Mehrere Arbeiter sind heute im Färbewerk von Paraiba gestorben, als in der Fabrikhalle versehentlich eine Industriewanne mit heißer Farbe über die ahnungslosen Arbeiter geschüttet wurde. Sie werden nicht umsonst gestorben sein. Fangen an, uns da auch schon wieder zurückzudrängen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ja, und hier verlieren wir komplett. Das ist jetzt nur... eine Frage, wer bricht als erstes zusammen hier? So, die USA sind raus. Können wir noch lange genug standhalten? Probieren wir es aus. Haben wir jetzt noch einen untätigen... Militärfritzen? Gehen wir auf Bereitschaft. Gleich nochmal eine Marineinvasion probieren. Vielleicht klappt es ja diesmal. Das war... Pierre Labatou. Kann ja gut gehen, ne? Das Ganze noch mal. Ich hoffe, dass es schnell genug geht. Ja. Alter, ja, das war... Wir waren auch schon in 95, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Du hast keinen Hafen. Das werden wir ändern. Und du hast einen Hafen. Da ist ein bisschen Aufruhr, ist klar. Infrastruktur reicht. Infrastruktur reicht gerade so, aber da bauen wir jetzt einen Hafen. Pui. Ja, wie gesagt, diese Drecksfranzosen, dadurch, dass die sich da eingeschaltet haben, die hätten fast alles ruiniert. Ja, Neugranada, keine Ahnung, kann auch sein, dass sie ein Protektorat dann werden oder sowas. Dadurch, dass die jetzt da eine Verpflichtung haben. So, das reicht eigentlich erstmal aus an Beziehungsbeschädigung. Wir müssen jetzt erstmal
Schauen hier. Warenzufuhrknappheit. Ja, die müssten ja jetzt wieder eigentlich anlaufen. Hoffe ich zumindest, ja. Die ist unproduktiv. Gut. Wir brauchen aber definitiv Handfeuerwaffen. Ein Stahlwerk der Stufe 4 haben. Ich glaube, Stahlwerke haben wir noch überhaupt nicht. Schön, dass das Spiel auf solche Ideen kommt. Das wird so schnell nicht passieren, aber müssen wir uns auch noch mit beschäftigen. Bataillon in Reserve. Wo ist das? Ah, wir haben jetzt in Großkolumbien auch noch ein Headquarter. Ja, vielleicht gucken wir erstmal rein in die zwei Provinzen, was da noch so ist. Bananen, Kaffee, Holzfäller. Arbeitslose sind genug da, da auch noch Beschäftigte. Ansonsten ist an dem Staat nichts Besonderes, mal abgesehen davon, dass man den Panama-Kanal bauen kann. Aber da scheinen wir irgendwie eine Voraussetzung noch nicht zu haben. So, dann Antioquia. Minus 20 Infrastruktur und Baueffizienz. Da haben wir einmal Kasernen drin. Ein Hafen der Stufe 1. Zucker, Tabak, Fischereianleger. Zwei Regierungsverwaltungen. Das ist nett. Kostet aber auch gleich wieder. So. Also bevor ich da diese Stahlwerke-Quest mache, haben wir ganz andere Probleme wohl noch zu lösen. An was forschen wir eigentlich? Ach, Empirismus. Wir müssen auch dringend auf Eisenbahn gehen, denn ansonsten kriegen wir keinen Fuß auf den Boden. Ist die Glasfabrik denn fertig? Die hat man doch hier gebaut, ne? Ja. Wo geht denn das Glas hin, dass das so teuer ist? Als Pop-Verbrauch. So war das aber eigentlich nicht gedacht. Ich wollte da jetzt langsam aber sicher umstellen in den Ah, die Regierungsverwaltung hier braucht Aktenschränke, das ist dann okay. Aber in den Stadtzentren langsam aber sicher umstellen. Rio de Janeiro, wenn wir da umstellen, brauchen wir 20 Glas. Unsere Glasproduktion ist prinzipiell, wir können sie ja auch noch anschieben. Wenn wir Blei hätten, sogar noch ein bisschen mehr. Haben wir denn überhaupt als Ressource Blei? Ja, hätten wir in Bahia zum Beispiel. Minas Gerais habe ich auch gesehen, aber wie gesagt, das ist Inland und taugt damit nicht. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall mal eine Bleimine mit in Auftrag geben, dass sich das erledigt und dann waren wir am Gucken. Stadtzentren sukzessive umstellen. Was hatte ich gesagt? Wie viel werden produziert? 30 Glas werden produziert.
Wenn ich sie alle umstelle, brauchen wir 40 Glas mehr. Der Glaspreis würde explodieren. Der würde auch explodieren, wenn wir nur einen produzieren, weil er eh schon, glaube ich, ziemlich hoch ist, ne? Ja. Und dann haben wir doch was, worauf wir hinarbeiten können. Zweite Glashütte. Und dann ziehe ich das jetzt einfach durch. Ich stelle alle um auf Stufe 2 Marktplätze. So, das hat zur Folge, dass das. So, wir brauchen definitiv mehr Möbel. Haben schon eine Möbelfabrik. Wo steht die? In Rio. Wenn wir da auf Drehbänke umstellen, was wir auch tun, dann produzieren wir mehr. Dürfte aber dazu führen, dass der Preis für Werkzeuge explodiert. Die Werkzeuge, die zwei waren, glaube ich, hier. Das gefällt mir gar nicht. Inlandsprovinz. Industrie. Werkzeugfabriken. Wo haben wir viele Bauern? Könnten wir auch noch in Pernambuco bauen. Oder Sao Paulo. Mach mal Sao Paulo. Auch noch zwei Werkzeugfabriken. Schiffswerft. Wo war die Schiffswerft? Ah, die ist Stufe 2 in Bahia. Müsste auch noch wachsen und damit den Preis für Klipper- und Kriegssegelschiffe senken. Dass wir unter Umständen Kriegssegelschiffe noch exportieren könnten. Haben aber keine Konvois. Die ist unproduktiv, dann brechen wir die ab. Möbel ist ein Thema und Kleidung ist ein Thema. Möbelfabriken. In Rio definitiv eine zweite. Und Tuchfabriken. Wo ist denn Paraiba? Da ist Paraiba. Haben die noch? Ja, die haben noch ausreichend. Für eine zweite Tuchfabrik sollte es auf jeden Fall reichen. Ja, dann, wie ist unser Status? Immer noch 8 Bar mit 16,8. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt gleich Venezuela noch angehen und die drei Staaten da holen. Aber das kann halt auch definitiv nach hinten losgehen, ne? Vielleicht geben wir erstmal ein bisschen Ruhe oder wir holen uns hier unten noch Uruguay, denn das ist ja eher ein Opfer. Wer hat uns eigentlich jetzt die Rivalität erklärt? Bolivien betrachtet uns als Rivalen. Okay. Haben wir denn...
Ah, da wir einen Waffenstillstand mit neue Granada haben, ist da keine Rivalität mehr. Ich wüsste gerne, wie die anderen Staaten uns sehen. Großbritannien sieht uns gut, das gefällt mir. Uruguay, Peru sind neutral, Ecuador auch. Das hier ist die Haltung. Also die Beziehungen zu Argentinien sind schlecht, aber sie sind prinzipiell versöhnend. Bolivien wird, wenn man wohl auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Vielleicht geben wir auch erstmal ein bisschen Ruhe und versuchen, Industrie jetzt aufzubauen. Außerdem können wir ja hier auch umstellen. Dann bräuchten wir mehr Artillerie. 18,5. Und dann hier geht das nämlich mit Munition los. Wie sind Handelsrouten für Munition? Können wir wahrscheinlich vom amerikanischen Markt holen? Wie viel brauchen wir denn da? 37. Das heißt, wir werden nicht umhin kommen, eine Munitionsfabrik zu bauen. Für eine Munitionsfabrik braucht man meines Erachtens eine Chemiefabrik. Kann das sein? Ich weiß es alles nicht mehr so genau aus dem ersten Let's Play. Da merkt man mal wieder, dass ich Vollprofi bin. Ich stelle einfach mal um. Und dann sehen wir ja, was da in Bedarf aufgepoppt ist. Noch gar nichts. Doch da ist jetzt Artillerie definitiv. Na, dann holen wir doch welche vom französischen Markt. Das wird aber wahrscheinlich nicht den Bedarf decken, den wir haben. Ja, aber er sorgt zumindest für einen anständigen Preis. Und dann brauchen wir Munition. Hier kriegen wir 16 für 21. Und 16 brauchen wir auch. Das finde ich relativ gut als Quote. Handfeuerwaffen wären auch noch schön. So, dann sind die Militärwaren zumindest in einem annehmbaren Bereich. Bisschen mehr Munition wäre gut, aber die Handelsroute mit den Amis hat ja gesagt 16, das heißt, die wird noch wachsen. Na ja, dann wollen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das, liebe Leute, machen wir dann aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, diese Folge
hat gefallen. Wir sind jetzt in Mittelamerika vertreten. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Palzi.